Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Paulus verwendet das Gesetz in einer ganz bestimmten Art und Weise, nämlich um zu Christus hinzuführen. Die Gesetzeslehrer, sowohl im Judentum als auch im Christentum, verwenden das Gesetz, um euch ins Gesetz zu führen. Die wollen, dass ihr das Gesetz haltet. Warum? Weil sie ehrlich gesinnt sind, weil sie Christus nicht erkannt haben. Sie bekennen zwar Jesus Christus mit den Lippen, aber nicht mit dem Herzen. Sie verwenden das Gesetz als Heilsweg. Sie sagen euch, ihr sollt den Sabbat heiligen und den Zehnten geben und Speisevorschriften einhalten und den Sonntag halten und Feiertage und all diese ganzen Dinge. Paulus verwendet das Gesetz nur für eins, um zu Christus hinzuführen, um in die exklusive Verbindung und Bindung zu Christus hinzuführen. Denn da ist allein Freiheit. Darüber habe ich gesprochen in einem Bibelseminar und ich gebe euch da den Audio-Stream mal mit. Wer das gerne anhören möchte, freue ich mich drüber. Nehmt euch die Zeit und ich hoffe, dass man das verstehen kann. Ich kann nur in dürren Worten erklären, was die Bibel da sagt. Ich wünsche euch viel Gewinn und Gottes Segen dabei. Thema ist Gesetz und Gnade. Gesetz und Gnade sind so zwei Gegenpole eigentlich in der Bibel, ja? Ganz grob würde man vielleicht sagen, so Gesetz ist Altes Testament und Gnade wäre Neues Testament. So grob gesagt, ja. Mal so eine Frage. Ist Jesus hoher Priester heute? Würdet ihr sagen? Ja. Ja, oder? Ja? So Jesus ist unser hoher Priester. Wer war denn früher hoher Priester so im Allgemeinen im Alten Testament? Menschen, genau, ja. Wurden Menschen zu hohen Priester gemacht. Jetzt ist Jesus unser hoher Priester, ja. Dann hätte sich das hohe Priestertum ja geändert, oder? Es ist geändert. Im Alten Testament gehörte das hohe Priestertum den Leviten. Das war das aaronitisch-levitische Priestertum. Nach welcher Priesterordnung ist denn Jesus Priester? Melchisedek. Was heißt der Melchisedek? Der Mann ohne Vorfahren. Bitte? Der Mann ohne Vorfahren. Der Mann ohne Vorfahren, ja genau, ja. Ohne Anfang, ohne Ende, ja. Der taucht plötzlich auf im Alten Testament. Wisst ihr, was Melchisedek heißt? Also Melech Zadok. Melech für König, Zadok heilig, Priester. Ein Priesterkönig. Ja? Christus ist also nicht nur Priester, nicht nur hoher Priester, sondern auch König. Noch nicht. Kommt aber, ja, wäre nochmal ein eigenes Thema. Jesus kam ja als Sohn Davids, kam als König, um sein Königreich aufzurichten nach Israel. Ja, Zacharja sagt, freue dich Zion, dein König kommt zu dir. Ja, und als die Stadt Jerusalem den König verwirft, geht Jesus ans Kreuz, stirbt für unsere Sünden, fährt hinab ins Totenreich, er steht auf und schenkt jedem Menschen, der glauben will, er vergeudet seinen Geist an alle Welt seit 2000 Jahren. Bis hierher nach Aachen, gell? Bis nach Stuttgart, bis in Westerwald, wo auch immer Menschen sind, die glauben. Ja? Aber wenn die Priesterordnung sich geändert hat, wenn die Priesterordnung von dem Levi übergegangen ist auf den Melchisedek, muss sich dann das Gesetz auch ändern. Sagt die Bibel da was zu? Ja, der Priester hat sich geändert. Da muss sich das Gesetz auch ändern. Dann gibt es ein neues Gesetz. Nicht Einübung vom Gesetz verlangen. Bitte? Nicht Einübung vom Gesetz weggenommen. Ja, ist richtig, genau. Da kommen wir im Detail nochmal drauf. Ja? Das Gesetz gilt immer noch, gilt für die ganze Welt. Aber es gibt, wir suchen gleich mal ein paar Begriffe nach dem, was die Bibel über Gesetz sagt. Der Hebräerbrief sagt, dass das Priestertum von Levi übergegangen ist zum Priestertum Melchisedeks. Und er sagt, wo sich das Priestertum ändert, da muss sich auch das Gesetz ändern. Ja? Er sagt, dass noch viel deutlicher ist, wenn das Evangelium oder wenn die Priesterschaft übergeht zu Jesus Christus und Jesus aus dem Stamm Juda war, aber Gott zu dem Stamm Juda niemals was über das Gesetz gesagt hat, sondern nur zu dem aaronitischen Priestertum, zu dem Stamm Levis,
Sagt er, da seht ihr das ja an Jesus. Jesus ist unser hoher Priester, aber der ist nicht aus dem Stamm Levi, der ist aus dem Stamm Juda. Ja? Warum? Weil vom Stamm Juda vom Königtum geredet wurde. Jesus ist ein Königpriester nach der Ordnung Melchisedeks. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Aber der Hebräerbrief sagt, wo das Priestertum sich geändert hat, da muss sich auch das Gesetz ändern. Und das schauen wir uns nachher nochmal an, weil, ich nehme das nur kurz vorweg, dass ich euch nicht so ganz verwirre, wir haben im Neuen Testament das Gesetz des Geistes. Super, super, ja, ja, super, ich bin froh, dass du das sagst. Ja? Also ihr könnt da ruhig auch zwischenrufen und so, wir müssen das jetzt so frontal machen. Ja? Bitte, was denn? Ich dachte, das wäre eine Frage. Ja, das hätte eine sein können, aber das ist schon echt schlimm. Ist gut, ja genau, aber das ist der Punkt. Ja? Das Gesetz des Geistes. Es gibt noch eine Formulierung, die so ähnlich ist. Das Gesetz, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Da hat sich das Gesetz irgendwo neue Namen gegeben. Ja? Das ist nicht mehr das Gesetz des Buchstabens, sondern das Gesetz des Geistes. Und das schauen wir uns mal genau an, was das heißt und wo wir uns da so die Reise hinführen. Ich habe den Vortrag noch nie gehalten. Ich weiß nicht, ob wir da komplett durchkommen. Vielleicht überspringen wir ein paar Sachen, ja, oder Sachen, die uns wichtig sind, da halten wir uns ein bisschen auf. Wir stromern da so durch. Ja. Wir haben ja niemanden, der uns hetzt. Das finde ich einen ganz wichtigen Vers. Ja. 1. Timotheus 1, Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, so es jemand Recht braucht. Weiß jemand, wie der Vers weitergeht? Und weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Wie? Moment, Moment, kein Gesetz. Hallo, hallo, ja? Wieso kein Gesetz? Ja? Sind wir gesetzlos? Nein, sind wir nicht. Wir haben auch ein Gesetz. Ja? Wir haben das Gesetz Christi. Wir haben das Gesetz des Geistes. Wir folgen aber nicht mehr dem toten Buchstaben nach, sondern wir folgen einer Person. Ja? Wir folgen nicht mehr dem toten Buchstaben, wir folgen dem Auferstandenen. Warum? Weil wir selber auferstanden sind, weil wir wiedergeboren sind. Versteht ihr? Das gibt es nur im Neuen Testament. Gottes Geist kommt in Menschen und gibt ihnen neues Leben. Wir werden von Neuem geboren. Wir haben einen neuen Menschen, der im Himmel ist, dessen Bürgerrecht im Himmel ist. Und wir haben einen alten Menschen. Ja? Das heißt, eigentlich haben wir zwei Naturen. Einen alten Menschen, der unter Gesetz ist, und einen neuen Menschen, der unter dem Gesetz des Geistes ist. Das ist so der Pol, wo wir uns so ein bisschen bewegen. Und das auseinanderzuhalten, dass man das Gesetz gut gebrauchen muss. Denn ich frage mal, für wen gilt denn das Gesetz jetzt? Für unseren neuen Menschen oder für den alten? Jetzt wird es schon haarig, gell? Und wenn ihr Leute hört, die über das Gesetz sprechen oder über den Wandel, ja, des Menschen, dann geht es immer darum, was man alles tun muss aus dem Gesetz. Aber ich habe noch nie jemand gehört, der gesagt hätte, dass das auch im Zusammenhang damit steht, mit dem neuen Menschen und dem alten Menschen, mit dem himmlischen Menschen und dem irdischen, mit dem geistlichen und dem fleischlichen. Für wen gilt das Gesetz jetzt? Nur für den, der auf Erden ist, oder gilt es auch für den neuen Menschen, für den Wiedergeborenen? Welches Gesetz gilt denn überhaupt für wen? Ja? Was heißt das, wir sind freigemacht? Was heißt das, wenn Paulus sagt, ihr seid nicht mehr unter Gesetz, sondern ihr seid unter der Gnade? Warum haben die Juden gesagt, dieser Mann ist eine Pest, denn er redet gegen diese Städte und gegen das Gesetz? Der sagt, das Gesetz gilt nicht mehr und die Beschneidung gilt nicht mehr. Ja? Weg mit dem. Stephanus, selbe. Wir schauen die Verse gleich an. Dieser Mensch, selbe Formulierung, redet wieder diese Städte und wieder das Gesetz. Ja? Wenn wir das Gesetz halten müssten, da hätten wir ja heute Sonntag. Versteht ihr? Da wäre der Samstag unser Schabbat, wäre unser Feiertag in der Woche. Haben wir Christen aber gar nicht. Warum? Und dem forschen wir ein bisschen nach. Das Gesetz. Woraus besteht das Gesetz? Schauen Sie erstmal an, woraus besteht denn das überhaupt? Also das Gesetz im Groben ist das Alte Testament. Jesus sagt, das Gesetz und die Propheten. Ja, im engeren Sinn ist das Gesetz die Tora, die Rollen, die die Juden immer vor sich tragen. Ja, das sind die fünf Bücher Mose. Aber Paulus verwendet auch das ganze Alte Testament als das Gesetz Gottes. Ja? Wenn man ein bisschen näher ranzoomt, dann sieht man, das besteht aus Gesetz und Propheten.
Wenn man noch näher ranzoomt, dann sieht man, das sind die fünf Bücher Mose im Speziellen. Und noch näher ranzoomt, ist es das, was Gott Israel auf dem Sinai gegeben hat. Das ist das Gesetz. Ja? Woraus besteht das Gesetz? Aus einem kultischen Anteil, Opferordnungen, aus einem sozialen Gesetz, wie sollen die Menschen miteinander umgehen, ja? Und aus einem ethisch-moralischen Gesetz. Ethik, Moral, wie bewege ich mich vor Gott, in welcher Verantwortlichkeit? Aus den drei Teilen, ja? Das kultische Gesetz betrifft die Opfervorschriften und alles, was mit dem Gottesdienst zu tun hat. Und dieser Teil des Gesetzes ist vorbei, der ist in Christus erfüllt worden. Das wissen wir auch alle, ja? Er ist unser Opfer geworden, er hat das alles erfüllt. Sonst müssten wir an jedem Schabbat opfern. Ja? Auch Israel müsste opfern. Opfert Israel? Die Juden opfern die? Nö, die opfern nicht. Warum opfern die denn nicht? Wir haben keinen Tempel. Ja, okay, jetzt haben die keinen Tempel, jetzt können die gar nicht opfern. Haben die denn einen hohen Priester? Ne, haben die auch keinen. Haben die denn dann Reinigung von ihren Sünden? Haben die auch nicht. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Jetzt muss ich aufhören, gell? Sonst werde ich verhaftet. Ja, das ist ja schon anti. Wir sind ja Philosemiten, gell? Also. Die haben gar keine Reinigung für ihre Sünden. Und das wissen sie auch. Die haben ein echtes Problem, ja? Aber kommen wir nochmal speziell drauf. Also das kultische Gesetz, die Opfer, die sind in Christus alle erfüllt. Ja? Das ist alles erfüllt in Christus. Und das soziale Gesetz, das betrifft das menschliche Miteinander und ist sowas wie das BGB, Bundesbürgerliches Gesetzbuch von Israel, ja? Und es gilt im übertragenen Sinn weiterhin, da kommen wir gleich nochmal drauf. Was heißt übertragener Sinn? Wir sollen ja das Gesetz recht verstehen. Wir sollen die innere Bedeutung des Gesetzes verstehen. Nicht nach dem Buch, sondern die innere Bedeutung. Ja, und dann haben wir das ethisch-moralische Gesetz. Ja, das gilt weiterhin. Nicht stehlen, nicht Ehe brechen, all diese ganzen Dinge. Ja? Das gilt weiterhin, auch für uns. Wenn ihr Fragen habt, müsst ihr einfach stoppen, Stopp sagen oder so. Und das stört mich gar nicht, ja, wenn er mich unterbrecht. Ja? Also kultisch, das in Christus vollendet, sozial und ethisch-moralisch. Für wen gilt das Gesetz? Für wen gilt das Gesetz? Für alle Menschen. Warum? Wisst ihr denn eine Bibelstelle, wo man das ableiten kann, dass das Gesetz Gottes für alle Menschen gilt, für die ganze Welt? Egal, ob sie Christen sind oder Muslime oder Juden oder für alle. Ja? Okay. Also da klingt es schon ein bisschen an. Ne? Da macht es gar keinen Unterschied, ob es Heiden sind oder Juden, ob es Juden oder Nicht-Juden sind. Ja, ganz egal, alle Welt. Und dann gibt es, also Paulus zieht die Schlinge ja immer enger, ne? Die du jetzt da aufgezogen hast in den Versen. Und wenn man zum Beispiel noch ein bisschen weiter liest in Römer 3, Vers 19, wir wissen aber, dass was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei. Alle Welt Gott schuldig sei. Das heißt, die Welt wird nach diesem Gesetz gerichtet. Ob sie das will oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ob sie das leugnet, das Evangelium, ob sie glaubt an Jesus Christus, das spielt überhaupt keine Rolle. Dem kann sich niemand entziehen. Diese Welt wird nach diesem Buch gerichtet. Ja? Ja? Mir ist nicht klar, was jetzt mit Gesetz gemeint ist. Eben gab es ein altes, es gibt ein neues, ein kultisches. Kultisches gilt für uns nicht mehr, wir müssen nicht opfern. Ich weiß jetzt gar nicht, von welchem Gesetz wir reden. Also das ist, ich habe da gleich noch mal ein bisschen aufgedröselt, wie der Paulus das verwendet. Ja? Das gibt's, es gibt halt das Gesetz als grob als altes Testament. Ja? Und wenn man näher, ein bisschen näher ranzoomt, dann hat man die fünf Bücher Mose. Wenn man noch näher ranzoomt, sind wir beim Sinai-Gesetz. Ja? Alles, was den Menschen verurteilt aus dem Wort Gottes. Alles, was Gott fordert von uns, ist letzten Endes Gesetz. Also wie nah soll ich denn jetzt ranzoomen? Zoom mal an Sinai. Mhm. Ja? Ja? Deuteronomium, zweimal Gesetz. Sehr komplexer Begriff. Natürlich. Ja. Natürlich. Paulus verwendet den im Römerbrief auch. Er spricht ja auch von Gesetzeswerke, ja, und er nimmt das Gesetz als Oberbegriff dessen, was Gott vom Menschen fordert. Also die kleinste Forderung, die Gott an den Menschen hat. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ja, alles das ist Gesetz. Alles, was Gott fordert. Ne?
Ja? Und dann nimmt das aber auch wieder als umfangreichen Begriff für das komplette Alte Testament. Ja? Oder wie gesagt, Jesus macht den Rahmen auch weiter, der spricht von Gesetz und Propheten. Ja? Die prophetischen Bücher, Jesaja, Jeremia, große und kleine Propheten, Daniel. Ja? Und daneben das Gesetz, die Weisung, die Unterweisung. Ja? Aber im Prinzip kann man sagen, alles das, was das Wort Gottes von Menschen fordert, wenn man eins der Gebote übertritt, bitte? Hat man alle übertreten. Okay, würde das bedeuten, dass das Gesetz ein monolithischer Block ist, der zusammenhängt? Klar. Nur mal als Gedanke, wir kommen da gleich nochmal drauf. Das Gesetz hängt zusammen. Wir dürfen das Gesetz nicht auseinanderreißen. Entweder ganz das Gesetz oder gar nicht. Null oder eins, digital. Hier sind ein paar Elektroniker bei uns, ja? Schwarz oder weiß, null oder eins, Gesetz oder Gnade. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nichts dazwischen. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ich rede gerade gegen das Gesetz, ja? Also in Israel kriege ich da Haue für, ne? Okay. Ja? Für wen gilt das Gesetz? Für alle Menschen, für die ganze Welt. Wir wissen aber das, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Und unter dem Gesetz ist die ganze Welt. Ja? Ja? Ich habe noch eine Stelle, die allgemein mit dem Gesetz ist. Okay. Sondern Hebräer. Ja? Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ja? Alle Menschen, alle müssen sterben und alle müssen unter das Gericht. Und ohne Gesetz kein Gericht. Ja. Ja, wenn man die Spur mal aufgenommen hat, das war jetzt Römer 9, Vers, Entschuldigung, Hebräer 9, 27, genau, gut. Ich sag's nur hier für das Mikro da, ne? Weil das hört man sonst so schlecht. Also Hebräer 9, 27. Wenn man die Spur mal aufgenommen hat, findet man das häufig im Neuen Testament. Ja? Alle Welt ist unter Gesetz. Aber es ist ja auch so, ach, wenn man sagt doch, Gnade hat ja auch einen anderen Untertitel, ne? Man weiß ja, was Gnade heißt. Nochmal, pardon, wenn? Gnade heißt ja auch etwas anderes. Gnade ist ja auch, dass du nicht mehr zurückfällst. Indirekt ist es ja schon, dass man den Geboten folgt. Das sehe ich, wie du sagst immer, wir sind ja in unseren Herzen. Ne? Ja, genau, genau. Also. Also leben wir ja doch eigentlich noch mit dem Gesetz. Aber weil es in uns geschrieben ist. Ja. Das wird auch unser großes Problem sein. Also unsere Vernunft in den paar Tagen, oder paar Stunden, wo wir zusammen sind, da schlägt es nachher Funken. Da müsst ihr euch drauf einstellen, ja. Da habe ich nachher ein nass geschwitztes Hemd und ich habe große Fragen im Kopf, ja. Weil das für uns ganz ungewohnt ist, das zu denken, ja. Es ist schon so, wie du sagst, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, haben wir Lust am Gesetz Gottes. Was steht denn im Gesetz? Lauter gute Dinge, ja. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Manche sagen, das Gesetz ist schlecht und die Gnade ist gut. Das sagt die Bibel nicht. Ja, die Bibel sagt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, so wie ich sein will. So ist das Gesetz. Ja, aber das Gesetz kennt keine Gnade, kein Pardon, keine Nachsicht. Das steht golden, leuchtend, ehern, Diamanten, glitzernd vor einem ohne jegliche Kompromissmöglichkeit. Das ist Gottes Maßstab, das ist Gottes Wesen in Buchstaben gegossen. Ja? Wenn wir aber durch Gottes Geist von neuem geboren sind und anteilig sind Gott von Gottes Natur, dann haben wir eine sehr enge Beziehung zu Gottes Wesen und Gottes Willen und damit auch zu Gottes Gesetz. Ja? Das ist eins. Wir sind Wort Gottes. Wir sind aus diesem Wort Gottes gezeugt, oder? Natürlich, sagt der Petrus. Ihr müsst nachfragen, weil ich weiß, das ist ganz normal, müsste man das immer wieder mal in der Bibel, wie man Gaul striegelt, Entschuldigung. Da reicht nicht, wenn man einmal darüber geht. Da muss man immer wieder neu, dass der schön glänzt nachher, ja? Immer wieder neu, dass das. Weil wir müssen uns ein bisschen drauf ein. Der Paulus sagt, Römer 12, Vers 1, werdet verändert im Denken, lernt biblisch zu denken. Ja, wir kommen da gleich nochmal drauf. Wir haben das gestern Abend im Hauskreis schon versucht. Ich verstehe das aber auch, das ist ungewohnt. Ja?
Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, haben wir Lust an diesem Gesetz. Wenn da steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst keine schlechten Sachen über deinen Nachbarn sagen, du sollst Gott ehren, ja, und dann wissen wir, dass es gut ist. Wir verstehen, dass das gut ist und wir tun das auch. Wir sehen aber schon, dass wir daran auch scheitern, immer wieder neu, auch als wiedergeborene Menschen noch. Und das macht uns ein bisschen bescheiden. Sonst gehen wir ab wie ein Fesselballon. Ja, wir werden Heuchler und sagen, boah, guck mal, ich kann schon dies und kann schon jenes und ich bin schon gut. Ich bin jetzt schon groß geworden, ja. Hier in Aachen waren zwei Pastoren und der Thomas Kuckertz und ich, wer den kennt, wir waren da zum Kaffee eingeladen. Und da haben wir die beide, waren beide ausgebildete Theologen. Und wir haben eine tückische Frage gestellt. Wir haben gefragt, was ist denn ein Christ, wenn der wächst im Glauben, wie ist denn der dann? Wenn ein Christ groß wird, wie ist denn der? Da sagte einer, ja, der kennt die Bibel und kann predigen. Dann hat einer von uns zwei gesagt, das haben die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu auch gesagt. Dann hat der andere, das war ein Amerikaner, der sagte dann auch, also der ist groß, der kann Verantwortung übernehmen und kann eine Gemeinde leiten, kann eine Gemeinde führen. Ja? Dann hat einer von uns gesagt, haben die Pharisäer damals auch gesagt, da war es ein bisschen still beim Kaffee, weil es war ja nicht so höflich auch. Ja? Und dann sagte Thomas, jemand, der im Glauben gewachsen ist, jemand, der im Glauben groß geworden ist, der ist klein geworden. Versteht ihr das? Wow, das war ja genau die falsche Richtung. Ja? Wer wächst, wird klein. Wer klug sein will, der sei töricht. Dieses törichte Wort zu glauben, ja, das ist viel wahrer als wir denken. Das können wir nicht überschätzen hier. Das. Aber wir gehen ein bisschen weiter. Das Gesetz gilt für alle Menschen. Jesus sagt, ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüttel vom Gesetz, bis das alles geschehe. Das ist in Diamant gemeißelt. Ja? Das steht, das ist das Wort Gottes. Ja? Das ist auch Gesetz. Hier natürlich in so einem prophetischen Zusammenhang. Ja? Gilt das Gesetz noch für uns, Christen, wiedergeborene Leute? Nee? Ja? Ja? Nein. Nein, ja? Nein, ich bin aber bei dir. Ich hätte auch Nein gesagt. Also wenn ich was frage und ihr sagt, das kommt drauf an, dann habt ihr immer recht. Ja? Ja? Oder ja und nein kann man auch super sagen, weil dann hat man auch immer recht. Ja? Ja? Als Richtungs-, aber nicht mehr, es hat keine Macht. Ja, genau. Ja. Also ja und nein. Ja, aber ich bin auch ganz bei dir, wenn du Nein sagst. Ja? Der Mensch fragt dann nur, ja, aber wenn das Gesetz nicht mehr für mich gilt, was soll ich denn dann tun? Ich muss doch wissen, was ich tun soll. Ich muss doch was tun. Ja? Das sind die auf dem Auto einen Fisch hinten drauf haben, das ist aber ein Thunfisch. Ja? Der Christ will was tun. Wenn der nichts tun kann, fühlt er sich nicht wohl. Vor allem der Deutsche. Ja? Nahöstlicher Christ hat da nicht so das Problem mit. Der Deutsche muss was, ich muss doch wissen, was ich tun soll. Nee, du musst überhaupt nichts, du kannst gar nichts, du sollst glauben. Du sollst glauben und deinen Nächsten lieb haben, deine Frau lieb haben und ordentliche Arbeit machen. Das ist schon alles. Ja, aber ich muss da was tun. Nee, du musst nichts tun, du musst Jesus nachfolgen. Lerne mal die Klappe zu halten, hör mal Jesus zu. Hör mal zu, setz mal hin, hör mal zu. Hör doch mal zu. Mach doch nicht immer. Ja, aber ich muss doch was tun. Ja, dann tu halt was. Und scheiter dran. Wenn du das Gesetz tun willst, dann tu's. Aber dann tu's auch ganz. Und tu's nicht nur so ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich nehme mir das vom Gesetz raus, was ich gut kann, weil da stehe ich nämlich proper da. Ja, das nicht. Wenn, dann alles. Unkonsequent, Tag und Nacht, jederzeit. Dann mach's ganz. Weil dann kommst du zum selben Ergebnis, wo wir jetzt schon sind. Dass wir Jesus brauchen. Ja, kommen wir gleich mal zu. Ha, gilt das Gesetz noch für uns? Tückische Antwort, tückische Frage, richtige Antwort. Ja, also, okay. Wir kommen da nochmal im Detail drauf. Ja, gilt das Gesetz noch für die Welt? Ja, die ganze Welt wird danach verurteilt werden und gerichtet werden. Ja, nach dem Wort. Gilt das Gesetz für den alten Menschen in uns? Ist tot. Ja. Ja, was hast du? Ist tot. Ist tot. Super, okay. Das ist jetzt nochmal ein Schritt weiter, ja. Aber gute Antwort, ja. Noch besser als kommt drauf an, ja. Ja, der alte Mensch ist tot. Warum ist denn der tot? Ist ja eine gute Antwort. Warum ist denn der tot? Wann ist denn der gestorben? Am Kreuz. Am Kreuz. Wie, der war, wo ist denn der gekreuzigt worden? Der alte Adam, ja?
Jesus ist gekreuzigt worden. Und wir sind mit ihm mitgekreuzigt worden. Und wir sind mit ihm begraben worden. Und wir sind mit ihm auferstanden. Und wir leben mit ihm ewig. Wir sind an ihn gebacken. Ja? Das Alte gilt nicht. Aber hier steht noch ein Alter. Ja? Ein faltiger alter Kerl. Der steht hier noch. Und ihr seht auch nicht so viel besser aus. Sorry, ja? Ja? Das heißt, de jure, juristisch sind wir vor Gott gestorben. Das hier ist tot. Dieser alte Madensack hier, der wird verscharrt in der Erde und wird zur Erde. Ja? Meine Hoffnung ist, dass ich in Christus auferstanden bin, dass ich einen neuen Menschen habe, dessen Bürgerrecht im Himmel ist, von dannen ich warte, meines Herrn Jesus Christus. Das ist die Rechtfertigung. Ja? Das ist die Auferstehung in Christus. Deswegen ist der alte tot. De facto ist er noch da. Ihr habt jeden Tag mit dem zu tun. Der ist sogar sehr lebendig. Aber in Gottes Augen juristisch ist der durchgestrichen. Der, selbst wenn der was tut, das zählt nicht mehr. Das ist vorbei. Ja? Ist auch eine Form von Sündenvergebung. Ja? Sündenvergebung kennen wir. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich warte 2-3 Tage, weil ich mich schäme. Dann bete ich doch zu Gott und sage, Jesus, vergib mir das. Und dann vergibt mir Gott, weil er auf Golgatha für mich gestorben ist. So kennen wir Vergebung. Ja? Es gibt aber auch Vergebung, dass uns alle unsere Sünden vergeben sind, weil wir mitgestorben sind. Ja? Wir sind tot. Halleluja. Und wir sind auferstanden in Christus. Jetzt gibt es einen alten Menschen, unter dem wir ächzen und stöhnen. Paulus, ja, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Und es gibt einen neuen Menschen in Christus. Kann man das verstehen? Das wisst ihr eigentlich auch, ja? Wir haben zwei Natur. Kann ich den alten Menschen mit dem fleischlichen Menschen gleichsetzen? Ja. Das ist was anderes. Nee, genau damit. Der alte Mensch will auch fromm sein. Der will nicht nur in eine Disco und Whisky trinken. Der will auch fromm sein. Der will auch beten, Kerzchen anzünden, das will der auch. Aber der will das aus eigener Kraft für sich, weil er sagt, guck mal, ich bin sogar ein Guter. Ja? Aber wir kommen da gleich nochmal drauf. Ja? Das Gesetz gilt für den alten Menschen. Warum? Weil der alte Mensch stirbt. Der hat das Gesetz übertreten und deswegen wird er sterben. Der Tod ist der Sünde sold. Ja? Gilt das Gesetz für den neuen Menschen in uns? Jetzt wird es spannend. Kommt drauf an, ja klar. Nein, oder? Nein? Warum nicht? Wenn ich in Christus bin, Christus ist das Gesetz der Erfüllung. Christus ist Gesetz der Erfüllung. Erreicht mich das Gesetz? Nein. Warum nicht? Weil das Gesetz auf Erden gilt. Es ist auf dem Sinai gegeben für Gottes irdisches Volk. Der neue Mensch in uns, dessen Bürgerrecht im Himmel ist, der ist der Erde enthoben, ja? Der hat sein Zuhause bei Gott, der ist in Christus. Und das Gesetz erreicht ihn überhaupt nicht. Wir sind dem Gesetz gestorben. Genau, ja? Wir sind dem Gesetz gestorben. Damit wir in Neuheit des Wesens wandeln. In welcher Neuheit des Wesens? In dem Menschen, der in Christus sein darf. Christus hat uns damit hinaufgerissen, in den Himmel hinauf. Da können wir gar nichts für. Das ist einfach ein Geschenk. Das haben wir auch nicht verdient. Ja? Deswegen ist das auch keine Belohnung, das ist Gnade. Das ist unverdient. Hat er einfach so gemacht. Das erleben wir nicht. Da haben wir gestern lange drüber gesprochen. Ja? Dass unser Gefühl, unser Empfinden ist nicht so. Unser Empfinden ist ein ganz anderes. Aber in dieses abgedunkelte Empfinden ruft Gott uns sein Wort, sein Evangelium hinein. Das ruft Gott uns zu, das ist uns nicht eigen. Keine Religion dieser Welt wäre darauf gekommen, dass Buddha für seine Nachkommen selber stirbt, selber die Strafe erleidet, um aufzuerstehen und denen, die an ihn glauben, ein neues Wesen zu geben. Das gibt es nur im Evangelium. Ja? Das heißt, erleben, ich selber erlebe mich manchmal an einem Tag ein bisschen frommer und an anderem Tag ein bisschen sündiger. An einem Tag bin ich dem Herrn ein bisschen näher gewesen und habe auch vom Evangelium in der Fußgängerzone erzählt. Und am anderen Tag ist alles schiefgegangen. Das, so erlebe ich mich und so erlebt ihr euch. Das ist unsere Erfahrenswelt. Ja? Und deswegen fühlt man sich manchmal besser und manchmal fühlt man sich schlechter. Das ist die Wetterwendigkeit. In dieses Dilemma ruft Gott hinein und sagt, du bist und du darfst in Christus gerecht sein, egal wie dein Tag gelaufen ist. Die Rechtfertigung in Christus ändert sich nicht.
Mach's morgen besser. Ich weiß, alles gut. Das sagt Jesus. Ja? Das ist unsere Stellung. Die Stellung in Christus ändert sich nicht. Der Wandel, der ist mal gut, der ist mal schlecht. Da kämpft er manchmal und manchmal verlieren wir. Und manchmal kämpfen wir und gewinnen. Und manchmal kämpfen wir wieder und verlieren. Das ist menschlich. Das weiß Jesus. Ja? Dass Jesus alle Dinge weiß, ein großes Ärgernis für die Welt. Und ein großer Segen für uns. Dass Jesus alles weiß, ist ein großer Segen für uns. Und Ärgernis für die Welt. Und er weiß trotzdem alles. Ja? Gilt das Gesetz für den neuen Menschen in uns? Nein. Wenn es gelten würde, würde der neue Mensch dem Gesetz Gottes entsprechen? Ja, warum? Ha, weil der neue Mensch zum Bilde Gottes ist. Ja? Das Wort Gottes, das Gesetz, ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Und der neue Mensch in uns, der ist in Christus. Christus ist das Wort. Das Wort ist Geist. Gott ist Geist und Gott ist Christus. Das ist eins. Der neue Mensch entspricht dem Wort Gottes. Er ist es. Warum? Weil er aus ihm gezeugt ist. Versteht ihr? Das ist kongruent, sagt man das. Das ist deckungsgleich. Der neue Mensch ist aus dem Wort Gottes geboren. Ja? Der ist aus dem Wort Gottes gezeugt. Der ist zum Wesen Gottes geschaffen. Das Wort Gottes ist ja nur der Ausdruck des Willens und des Wesens Gottes. Weil der neue Mensch aber zum Wesen Gottes ist, entspricht er dem Wort. Mehr noch, er ist es. Es ist sein Wesen. Wir sind Wort Gottes. Warum? Weil ihr, wenn ihr tagsüber im Geschäft seid und jemand anders sagt, hör mal, du musst dich bekehren zu Jesus Christus, du brauchst Vergebung deiner Sünde, dann geschieht an diesen Menschen das Wort Gottes durch euch, durch den Geist, der in euch wohnt. Der neue Mensch, die Frage ist schon falsch. Ja? Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da geantwortet? Moment mal schnell. Nein. Ja? Kommt drauf an. Gell? Ja? Aber ihr versteht, es ist genau umgekehrt. Ja? Der gesetzliche Mensch, der Gesetzesmensch, der will das Wort Gottes tun. Der will den Sabbat halten, der will die Speisegebote halten, der will den Zehnten geben oder wenn er mehr verdient, den 20. oder den 30. Ja. Der will, manche wollen sich dann beschneiden lassen, das war bei den Galatern damals das Thema, ja. Der will das Wort Gottes tun, als ob dadurch das Wort Gottes überhaupt erst ins Wesen käme, durch sein Tun, ja. Der Gnadenmensch, der isst das Wort auf, der ernährt sich davon. Der Gesetzesmensch, der will das Wort tun, aber der Gnadenmensch, der ist aus dem Wort gezeugt. Ja? Der Gesetzesmensch will das Wort mit seinen Händen tun, aber wir leben im Wort, das ist unser Wesen, da sind wir daheim, da fühlen wir uns zu Hause. Das ist was ganz anderes. Wir kommen gleich nochmal, ich habe das ein bisschen grafisch mal aufbereitet, dass man das ungefähr nachvollziehen kann. Und jetzt seht ihr schon mal, ja, das Gesetz, ja, was, da muss man einen Unterschied machen. Gilt das für den alten Menschen und uns? Ja, aber für den Neuen gilt es nicht mehr. Der Neue ist Gesetz, der ist das Wort. Also mit SZ und mit S oder Doppel S. Also wie ihr wollt. Also mit einfachem S oder mit SZ. Er ist es und er ist es, ja. Das ist was Schönes. Warum gilt das Gesetz für den neuen Menschen nicht mehr? Weil der neue Mensch dem Gesetz enthoben ist, weil das Gesetz auf Erden gilt. Es gilt, geht den irdischen Menschen an und der soll das tun in dem Umfeld, in dem er ist. Aber es gilt nicht mehr im Himmel. Warum? Weil im Himmel nur Gott gilt. Ja? Selbst wenn das Gesetz im Himmel gelten würde, wen will es denn treffen? Gott? Will das Gesetz Gott kritisieren? Kann es gar nicht. Warum? Weil er es gegeben hat. Es ist sein Wesen. Es ist kongruent mit Gott. Es ist auch kongruent mit Jesus. Warum? Weil Jesus das Wort Gottes ist. Und es ist auch kongruent mit unserem neuen Menschen, weil dieser neue Mensch aus dem Wort gezeugt ist. Ja? Das heißt, wenn das Gesetz im Himmel rumgehen würde und sagen würde, wo erwische ich einen, der das Gesetz übertreten hat, würde es überhaupt niemand finden. Es wäre gar keiner da. Ja? Im Gegenteil, wir würden das Gesetz willkommen heißen und sagen, du bist ich und ich bin du. Das ist eins. Versteht ihr das? Das ist wunderschön. Ja? Wir sind verändert, ohne dass wir es sehen. Wir haben auch keine Möglichkeit, es eigentlich kaputt zu machen. Ne? Nee. Weil wir sind in Gott rein. Also ja. Er hat uns selber vor uns selber geschützt. Ja. Genau.
Kann ich es mal an einem Beispiel fragen, um zu sehen, ob ich es verstanden habe? Ja. Wenn ich jetzt lüge, heißt das, dass ich als alter Mensch darf man nicht lügen, brauche, um zu erkennen, ne, du hast gelogen, so steht es im Gesetz, du hast dagegen verstoßen. Als neuer Mensch heißt das, das ist irgendwo gar nicht schlimm, weil du ja Gnade empfängst und dir diese Tat, wenn du sie bereust, vergeben ist. Das kommt drauf an. Es ist so, dass ich selber trenne in meinem Alltag das nicht auf. Ja? Das, was die Bibel uns hier zeigt, ist unsere Stellung in Christus. Und ich erlebe montags bis freitags in der Arbeit den Wandel, den ich habe. Ja? Paulus sagt im Römerbrief, wenn ich sündige, dann sündige nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Paulus trennt dort. Ja? Aber dennoch, Achim, ist es auch so, man geht den schmalen Weg und den breiten Weg. Und der schmale Weg heißt... Natürlich. Ja, nicht zu lügen. Das auch. Meine Frau hat aber auf der Herfahrt gesagt, dass sie an der Grenze gelogen hat, wenn die Bibel geschmuggelt hat, haben nach Moldawien. Trotzdem kann ich die Frage vom Willi verstehen. Ja. Also Lügen ist schon mal Sünde. Das widerspricht dem Gebot. Ja? Das mag der neue Mensch auch nicht. Warum tut es der Alte dann? Warum tut er es denn? Warum? Weil ich Vorteil habe davon in dem Moment. Ja? Kennt die Bibel das, dass sie sagt, es gibt, dass man im Geist wandelt oder auch im Fleisch wandelt? Das kennt die Bibel schon. Ja. Jakob hat auch gelogen. Ja. Jeder. Jeder. Hat jeder schon mal gelogen, ja? Steht ja auch in der Schrift, dass die miteinander. Ist ja so, eigentlich lügt man ja jeden Tag. Man kann machen, was man will. Die meisten Leute lügen einfach. Du kannst mal einen Tag versuchen, nicht zu lügen. Ja. Das ist schon der Knaller. Ja. Ja. Aber wenn das so ist, dann sind wir ja total verlorene Leute. Dann sind wir ja noch verlorener, als wir glauben. Ja? Ich glaube auch, dass es so ist, unbedingt. Das heißt, wir sind ja noch viel verlorener, als wir uns erleben. Und genauso ist es. Das sagt uns die Bibel. Die Bibel sagt uns die Wahrheit über uns, ja? Die wir oftmals nicht so empfinden. Wir empfinden uns immer noch, ja gut, ich habe ja schon mal gelogen, aber nicht so viel wie der. Ja, ja? Genau, das ist gerade das Peinliche, das Schlimme daran. Genau. Man kennt es ja, ne? Genau. Wo ich immer denke, ja, komm, ich würde gerade erzählen, ist jetzt scheiße. Ja. Genau. Kennen wir uns überhaupt? Ich glaube nicht. Wenn wir uns wirklich kennen würden, würden wir sehr traurig bis zum krank werden. Wir würden krank an uns selber. So verloren sind wir, solche Typen sind wir. Das ist der alte Mensch. Ja, stimmt, aber das ist auch, dann heißt auch eine Gemeinde sein. Ne? Gemeinde heißt ja auch annehmen. Ne? Ja. Das ist halt eben, ne? Das ist ja. Ne? Ja, aber das... Ja, wie viele hat man eigentlich? Natürlich. Das ist so. Natürlich. Hat auch vielfältige Auswirkungen. Aber wo wir jetzt ein bisschen sprechen, ist das private Verhältnis zwischen Gott und mir. Wie ich vor Gott stehe, wie Gott über mich denkt. Ja? Aber das ist schon richtig. Also, aber wisst ihr, wenn ich nicht mal weiß, wer ich selber bin, wie tief meine Verlorenheit in mir ist, wie will ich mir denn ein Bild machen über Gott? Wenn nicht aus der Schrift. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Das Wort Gottes erhält uns, weil dieses Evangelium, das in unsere Finsternis hineinruft. Ja? Manchmal stehe ich an der Kreuzung und taste mich da so rein, weil da steht ein Haus so weit vor, dann finde ich dann, ist frei oder ist nicht frei? Oh, da kommt einer, dann muss ich ja bremsen, muss ich zurück. Ja, dann taste ich und irgendwann fährst du in die Kreuzung rein. Und da habe ich beim letzten Mal gedacht, boah, wenn ich so blind bin, dass ich nicht einmal 5 Meter um die Ecke gucken kann, wie will ich denn beschreiben, wer Gott ist? Ja? Und deswegen muss die Predigt immer wieder aus dem Wort Gottes kommen. Ja, weil das Wort Gottes dieses Licht uns gibt, das uns schenkt und uns Botschaft gibt von einer Wahrheit, die wir nicht empfinden. Ja? Also ich werte das nicht mehr. Ich bin auch bei dir. Ich bin auch bei dir. Ja? Weil die Konsequenz daraus, dass wir alles, was wir tun, irgendwo aus Egozentrik machen, weil das sind wir. Ja? Würde ja nicht sein können, dass ich sage, ich mache jetzt nichts Gutes mehr. Ist ja eh böse. Ja? Sondern ich denke da gar nicht drüber nach. Ich mache, was vor der Hand ist und dann ist gut. Ja? Ich sage, ich mache das, was gerade zu tun ist, was gut zu tun ist. Ja? Also ich unterscheide das auch nicht. Aber wir reden jetzt vom Wandel schon. Wir reden jetzt schon von der Konsequenz, von der Lebensführung. Ja? Wir reden nicht von der... Ich meinte das in dem Sinne, dass ich halt sehe, dass das Gesetz mich
dass ich da keine Chance habe. Deswegen habe ich das gemacht. Ja, natürlich, genau. Ja, ja. Das ist richtig. Also ich glaube sogar, dass... Warum bekehrt sich denn ein Mensch? Ich rede mal ganz menschlich. Damit er nicht in die Hölle kommt, ist egozentrisch. Damit er in den Himmel kommt, ist egozentrisch. Weil er keinen Sinn hat im Leben, deswegen habe ich mich bekehrt, ist egozentrisch. Ist die Bekehrung falsch? Ja, natürlich, ist egozentrisch. Nimmt Jesus die an? Ja, nimmt er trotzdem an. Warum? Weil er ein gnädiger Gott ist. Ist vollkommen egal, warum jemand zu Jesus kommt. Vollkommen egal, Hauptsache er kommt. Aber alle, wir alle bekehren uns, weil es, wenn es uns besser ging, würden wir uns dann bekehren? Nein. Wenn ich so in Paradies könnte, ohne dass Gott mir den Eingang vertritt, ja, dann weg mit Gott. Ja? Wenn die Bibel sagt, wenn du das Gesetz nicht tust, dann kommst du nicht ins Paradies, dann weg mit der Bibel. Dann kann ich so ins Paradies. Versteht ihr? Das ist gottlos. Wir sind gottlose Leute. Und wenn ein Mensch zu Jesus kommt und betet und sagt, Herr Jesus, wo bist du? Gibt es dich überhaupt? Lass mich dich verstehen, vergib mir meine Sünde. Erkennt Jesus da trotzdem an. Es ist vollkommen egal, warum jemand zu Jesus kommt. Ist das denn schön? Und das ist sogar noch schlimmer. Gott übertritt sein Gesetz, um uns zu retten. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Im Gesetz steht, du sollst den Schuldigen schuldig sprechen und den Gerechten sollst du freisprechen. Das ist Gesetz. Jetzt spricht Gott den Gerechten schuldig für uns, damit wir Ungerechte gerecht werden könnten. Gott übertritt sein Gesetz, um uns zu retten. Jetzt müsst ihr mal überlegen, was da abgegangen ist auf Golgatha. Das ist unfassbar. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja? Wenn wir das Gesetz Gottes übertreten, dann tun wir das nicht, weil wir zu schwach wären, sondern weil wir lieblos sind. Weil wir weder Gott noch Menschen lieben. Wir lieben nur einen. Mich. Ich liebe mich. Kommen wir gleich schon mal drauf. Aber warum jemand zu Jesus kommt, vollkommen egal. Ja, spielt gar keine Rolle. Okay. Warum ist der neue Mensch nicht mehr unter Gesetz? Weil er dem Gesetz enthoben ist. Der ist im Himmel. Warum? Der ist von oben herabgezeugt und dann wird er wieder nach oben gehen. Der gehört auch nach oben. Jetzt habe ich falschen Knopf gedrückt. Der ist dem Gesetz enthoben, weil er bei Christus und in Christus ist. Christus hat das Gesetz erfüllt. Wenn wir in Christus sind, dann hat das Gesetz kein Anrecht mehr an uns. Ja? Dieser neue Mensch ist nach Gottes Bild geschaffen und geboren worden. Gezeugt aus dem Wort Gottes. Ja? Also auch versiegelt. Auch versiegelt. Das Heil ist sicher. Das Heil ist robust. Das Heil ist fest. Warum? Weil das nicht mehr in uns ist. Das ist in ihm. Ja? Wir sind gerettet nicht, weil wir etwas gut gemacht hätten, sondern weil er es gemacht hat. Kein Engel und kein Teufel kann Golgatha zurückholen. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Es ist vollbracht, sagt Jesus. Und darauf stützen wir uns. Ja? Wenn ich ein Haus kaufe, stütze ich mich auf die Bonität meiner Bank und sage dem Bauträger, die Bank kann das bezahlen und dann gibt er mir auch das Haus. Gehört mir da noch nicht, ne? Muss ja der Bank das Geld zurückgeben. Ja? Dann ist das Geld eines anderen, was das möglich macht für mich. Und so ist mit Jesus auch. Kommt ein Mann und bewirbt sich um einen Job. Dann sagt der Chef, ist ja Zufall, Karin. Haben Sie einen Führerschein? Dann sagt er, nee, aber ich kenne einen, der hat Führerschein. Okay. Haben Sie einen Schweißerschein? Wir brauchen jemanden, der schweißen kann. Nee, habe ich auch keinen, aber ich kenne einen, der kann schweißen. Oh, mein lieber Mann, haben Sie einen Schulabschluss? Nee, Schulabschluss habe ich auch keinen, aber ich kenne jemanden, der hat einen Schulabschluss. Da lacht man sich tot drüber über so ein Bewerbungsgespräch. Jetzt kommen wir in den Himmel, dann sagt Gott zu uns, wo ist denn deine Gerechtigkeit? Dann sage ich, ich habe keine, ich kenne aber einen, der gerecht ist, ja? Wenn ihr in euch selber reinguckt, ihr werdet da nichts finden, da ist nichts fromm, da ist nichts, was wir vorweisen könnten vor Gott, da ist zum Schluss nur Verzagtheit. Ja? Und mit der Verzagtheit gehen wir zu Gott und sagen, du wusstest vorher, weil du angefangen hast mit mir, mit dem Glauben, du wusstest vorher die ganze Geschichte, ich wusste das nicht, das hat sich mir erst in einigen Jahren erschlossen, die Verantwortung für mich, die hast du. Danke, Herr Jesus. Ja? Du weißt, wer ich bin, jetzt sehe ich auch, wer ich bin. Gott ist nie enttäuscht von uns. Warum? Weil er sich nicht über uns täuscht. Und weil er sich nicht täuscht, kann man ihn auch nicht enttäuschen. Ja? Gott sei Dank. Dank sei Gott. Das Heil ist robust. Das ist V4A-Stahl. Was gibt es denn? V8A-Stahl? Keine Ahnung. Ne? Müssen wir Pause machen? Nee. Nee? Bis wann machen wir denn überhaupt? Bis 4. Bis 4? Könnt ihr noch? Ja. Sonst sagt er einfach Stopp, dann trink mal eine Tasse Cola. Ja, aber das Heil ist robust, das Heil ist stabil, das hat er erworben. Ja? Okay. Also das ist außerhalb von uns. Genau.
Das ist außerhalb von uns. Gott hat im Alten Testament hat er von den Menschen gefordert, dass sie etwas tun. Tue das und dann wirst du leben. Und im Neuen Testament sagt Gott, vertraue und dann wirst du leben. Und was wir tun sollen, weil ich sage ja, wir wollen ja gern was tun, das ist einfach lieb haben. Pünktlich bei der Arbeit sein. Mit den Kollegen ordentlich umgehen. Ja? Manchmal Unrecht leiden. Manchmal für Recht sorgen. Das kann auch sein. Das ist immer Balance. Ja? Kommt drauf an. Super. Wir hatten das verraten, dass das die richtige Antwort ist. Kommt drauf an. Ja? Kommt drauf an. Kommt auf Gottes Geist an. Manchmal trage ich auch Schuld von anderen Leuten und manchmal sage ich, das ist nicht in Ordnung, das möchte ich, dass das klargestellt wird. Das darf man als Christ auch tun. Ja, das darf man beides tun. Wann ihr was macht, müsst ihr euch zeigen lassen. Ja? Konsequenz. Wir seufzen in uns darunter, ja? Weil der alte Mensch, weil wir, je näher wir dem Licht kommen, je näher wir Jesus kommen, desto mehr sehen wir ja unsere Macken. Ja? Wenn man ein Leasing-Auto zurückgibt, dann kommen die in so Garagen mit ganz grellem Licht, weil da siehst du jede kleine Macke. Und der Wagen sieht auf dem Hof vielleicht picobello aus, ja? Aber sobald er in dieses helle Licht kommt, dann sagst du, oh, der ist immer nachlackiert worden. Ja? Das sieht man direkt. Und je näher wir in das Licht Jesu kommen und uns die Gedanken Gottes nahe werden, desto mehr sieht man manchmal so die eigene Miesnickeligkeit. Ja, das in sich selbst Verkrümmte, das in sich selber... Ja, so, und desto mehr fällt uns das auch auf. Und deswegen sehen wir, dass dieser alte Mensch immer noch, der will immer noch leben, ja, der will immer noch sein Recht haben, der will sein Leben leben, auch ein religiöses Leben, ja, aber der will seine Bedürfnisse will der halt haben, ja. Und deswegen seufzt man darunter, weil der alte Mensch, du hast es, glaube ich, eben vorgelesen kurz, ja, und du hast es erwähnt, weil der alte Mensch gegen den neuen, die sind wieder einer, sie gehen gegeneinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt, ja. Wir kommen da gleich nochmal drauf beim Paulus. Also wir leben dem Herrn und den Menschen zu gefallen, weil wir gerecht gemacht sind durch den Glauben. Aber wir erfüllen nicht das Gesetz, um in den Himmel zu kommen, sondern wir gehören schon in den Himmel. Und deshalb halten wir sein Wort. Es ist umgekehrt. Ja? Ich sage jetzt etwas ungeschützt. Ein Jude hält das Gesetz, damit er in den Himmel kommt. Ja? Ein Christ sagt, in Christus bin ich schon im Himmel und deswegen halte ich sein Wort. Auch die 10 Gebote, die halte ich nebenbei. Ja? Das ist genau umgekehrt. Wir sind schon Angekommene. Aus Gnade. Ohne Verdienst. Und weil unsere Stellung in Christus ist, weil wir schon in den Himmel gehören, weil unsere Stellung in Christus ist, lassen wir unseren Wandel auch so sein. Ja? Damit wir in Neuheit des Wesens wandeln, sagt der Paulus. Gut. Ja, aber du hattest auch gerade gesagt, dass wir das oft leider nicht machen. Wir scheitern daran auch, ja. Also es ist ja auch diese Anspannung. Ja. Also der neue Geist, es wird ja auch beschrieben, auch in Galater ist er eigentlich wirklich, wir sind vom Gesetz befreit, aber es steht nachher schon, lebt im Geist. Genau. Wie solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Also ja. Die Knabenschänder. Fleisches. Genau, ja. Ja. Der Paulus, der sagt es ja in Römer 7 auch, der sagt, der nimmt eins der 10 Gebote und er sagt, ich wusste nichts von der Sünde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Ja, dann macht der Paulus stille Zeit, liest er eins der 10 Gebote, dann betet er, dann geht er in den Tag. Hat er morgens gelesen in der stillen Zeit das Gebot, lass dich nicht gelüsten. Jetzt läuft er über die Straße und sieht, boah, der Nachbar hat 9 Schimmel und der hat 3 neue Ochsen, ja? Und der hat ein neues Haus gebaut. Wo hat denn der das Geld her? Und warum habe ich das Geld nicht? Ich will auch gerne ein neues Haus haben, ja? Und in dem Moment fällt ihm ein, ich habe doch heute Morgen stille Zeit gemacht und da stand doch drin, lass dich nicht gelüsten. Jetzt bin ich genau in dieses Loch bin ich reingefallen. Ja? Denn er sagt, die Sünde nahm Ursache am Gebot und erregte in mir allerlei Begierden. Also nicht nur nach Ochse, Esel, sondern auch nach der Frau des Nächsten und nach dem Haus und Gut und Hab und alles, was er hat, ja?
Das heißt, die Sünde nimmt Ursache woran? Am Gebot, an einem der 10 Gebote und erregte in mir vielerlei Lust, vielerlei Begierden. Sie betrog mich und tötete mich. Das sagt Paulus in Römer 7. Ja, das ist der alte Mensch. Der liest Gottes Gesetz und dünkt sich, dass der da gar nichts mit zu tun hat. Und dann betet er und dann geht er einen Tag und merkt, dass ihn das ständig übereilt und überkommt. Ja? Und dann scheitert er daran. Und dann nimmt die Sünde Ursache am Gebot und erregt in ihm alle möglichen Begierden und betrügt ihn und tötet ihn. Wo ist das schon mal passiert? Wo ist das schon mal passiert? Im Garten Eden ist das passiert. Denn die Schlange nimmt Ursache am Wort Gottes, sollte Gott gesagt haben, ja? Und sie erregt in der Eva allerlei Begierden, weil sie sieht den Baum und sagt, boah, der Baum ist aber schön anzusehen, der macht klug, ja, da möchte ich mal gerne ein bisschen von essen. Und die Schlange betrügt die Eva und tötet sie. Genau das, was Paulus in Römer 7 beschreibt, war der Sündenfall im Paradies. Nur mal so, wenn ihr mal stille Zeit machen wollt oder so und sagt, boah, wo soll ich denn in der Bibel lesen? Dann lest mal Römer 7 mit dem Hintergedanken, das ist mit Adam und Eva passiert. Die Sünde nimmt Ursache am Gebot, erregt in ihr allerlei Lust und führte dazu, dass sie betrogen hat, denn sie sagt, so, ihr werdet sein wie Gott. Und sie hat sie getötet, sie mussten aus dem Paradies raus. Paulus erlebt den Sündenfall an sich selbst persönlich. Wodurch denn? In der stillen Zeit, weil er Bibel liest. Das ist die enge Pforte, durch die ihr alle geht. Denn wir scheitern nicht an unserem menschlichen Anspruch, sondern wir scheitern nur und einzig und allein an Gottes Wort vor Gottes Angesicht. Ja? Es gibt viele Menschen, die haben Magersucht, die haben noch nie die Bibel angefasst. Warum haben die Magersucht? Weil die mit ihrem Leben nicht klarkommen, weil die Ansprüche an sich haben, die sie nicht einhalten können. Es gibt Menschen, die werden depressiv. Warum? Weil sie vielleicht in ihrer Jugend nicht die Liebe bekommen haben von den Eltern, ja, oder weil sie Ansprüche haben an sich und an die Welt, denen sie nicht gerecht werden. Die scheitern aber an ihren eigenen Ansprüchen. Es gibt Menschen, die haben Minderwertigkeitskomplexe, ja, weil sie denken, boah, so toll wie der bin ich nicht, weil sie sich mit anderen vergleichen. Die scheitern aber an ihrem eigenen Denken, nicht an Gottes Gesetz. Ja? Wir werden schuldig und wir scheitern nicht an unseren Emotionen oder an irgendetwas. Wir scheitern einzig und allein an dem, was in Gottes Wort steht. Daran scheitern wir. Und allein daran werden wir auch schuldig. Ja? Und trotzdem allen darf man auch wohlgemut sein und sagen, Gott, du hast es vorher gewusst, wer ich bin. Mir wird es jetzt langsam erst klar, wie viel Vergebung ich brauche. Und was für ein... Behalt im Gedächtnis Jesu Christum, sagt Paulus zum Timotheus. Vergiss nicht Jesus Christus. Denn wenn ihr das Gesetz lest, die Bibel lest, die Ansprüche Gottes an euch lest und das auf euch anwendet, dann müsst ihr eine Höllenfahrt ins eigene Ich machen. Eine Höllenfahrt in eure eigene Persönlichkeit. Das könnt ihr nur mit dem Evangelium Jesu Christi aushalten. Da wird der ganze Mensch durchgereinigt, der wird neu, der wird echt, der wird authentisch. Das ist das Evangelium. Das ist Seelsorge Gottes an uns. Und dann werden wir ein Stück bescheiden, weil wir sagen, boah, der andere hat jetzt gerade einen Fehler gemacht, den habe ich gestern gemacht oder letzte Woche oder den mache ich immer noch, ja, und lerne ein bisschen Bescheidenheit. Und sage, was für ein Glück, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Alle Welt soll es wissen. Wir müssen die Bibel in die ganze Welt, das müssen alle Leute wissen, ja. Ich bin gesund geworden daran. Ich bin heil geworden. Ich bin stabil geworden dadurch. Ja, ich bin schwach, aber ich bin stark in Christus. Ich bin dumm, aber ich bin klug in Christus. Ja? Ich war der Letzte, aber ich bin der Erste geworden. Es dreht sich alles auf den Kopf. Darf das Gesetz dann überhaupt noch gepredigt werden? Ja, natürlich. Das Gesetz muss gepredigt werden, ja? Es muss gepredigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, ja? Du sollst kein falsches Zeugnis reden, lass dich nicht gelüsten. Das Gesetz zeigt die innersten Regungen in uns und kennt die sehr gut und zieht die ans Licht, ja?
Und durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz muss gepredigt werden. Muss. Soll. Warum? Weil es zu Golgatha führt. Es führt zu Golgatha. Ja? Es muss gepredigt werden und es kommt Erkenntnis der Sünde aus ihm, aber es kommt keine Rechtfertigung aus ihm. Das meinte ich eben, oder? Ja, okay. Ja? Das Gesetz ist unser Zuchtmeister, wohin? Auf Christus. Das Gesetz erzieht uns zu Jesus Christus. Es zeigt Gottes Willen und Wesen und wir sehen, dass wir dem nicht entsprechen können und auch nicht wollen oft. Ja? Und dann sagt der Mensch irgendwann, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib dieses Todes? Und sucht dann Jesus Christus und dann sind wir mitgestorben mit Christus. Ja? Und deswegen gibt es auch, da hast du eben, glaube ich, gesprochen von, ja? Deswegen gibt es diese Spannung, ja? Zwischen dem Jetzt und dem Zukünftigen, zwischen dem diesseitigen und dem jenseitigen Menschen. Die erleben wir, die Spannung. Nur sehr private Dinge. Ja? Und Gott ist ein Gentleman, hat mal jemand gesagt. Ja? Also als Christ erlebt man sie gerade, weil als Nicht-Christ super. Erlebst du die vielleicht ganz gar genau, nicht so. Ganz genau, ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den erlebt man nur als Christ. In einer alten Lutherbibel stand im Vorwort, und wenn ihr dann das Wort Gottes wurde erklärt, und dann schrieb er dann, wenn ihr das Wort Gottes regelmäßig lest und euch darin übt und dem Wort Gottes auch folgt, dann werdet ihr, da habe ich gesagt, jetzt kommt bestimmt viel Segen haben, ja, daraus und Nutzen. Da sagt er, dann werdet ihr viel Anfechtungen haben und viel Kampf. Ja, der hat genau das Gegenteil gesagt von dem. Als Spurgeon zum Glauben gekommen ist, hat er gesagt, oh, das gibt Ärger. Ja. Es gibt immer Auseinandersetzung, immer Kampf. Aber es gibt auch viele, viele gute Sachen. Das ist alles immer in der Balance, in Gottes Balance. Ja? Aber die Spannung haben wir und da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Kannst du ganz kurz nochmal eine Folie zurück? Den zweiten Satz kannst du dir nochmal erläutern. Das habe ich nicht verstanden. Oder welche? Wir leben den Herrn, um den Menschen zu gefallen. Da oben, ja? Also den Glauben kriegen. Ja? In Bezug auf Menschen gefallen. Also nicht den Menschen in Form von Unterwürfigkeit. Ja? Sondern so sagt, glaube ich, die alte Lutherbibel, wir fahren wohl mit den Menschen oder wir leben den Menschen zu Gefallen, ihnen zu gut. Wir helfen, wir haben sie lieb. Ja? Gefallen ist groß geschrieben. Nicht um Menschen zu gefallen, ja? Sondern, ja, du hast recht, also zum Guten quasi. Zum Guten, mhm. Ja? Nicht um ihnen um jeden Preis zu gefallen, ja? Ja, sondern den Menschen, das habe ich mich auch, das ist auch altes Deutsch, ich glaube, ich werde auch alt, ja. Also wir leben dem Herrn so, wie er möchte und wir sind den Menschen gut, ja. Und zwar deswegen, weil wir gerecht gemacht sind durch den Glauben. Ja? Hier war noch irgendwas. Ah, ja. Ja, genau, genau. Heißt es, schreibt Paulus von den Früchten des Geistes. Wer hat Ja gesagt? Okay. Was? Ah, eine Frucht. Habt ihr das mal gelesen? Er sagt nicht, die Früchte des Geistes sind, sondern er sagt, die Frucht des Geistes ist. Ja? Der sagt, die Frucht des Geistes, ja, die hat keinen Namen, die kann man auch nicht beschreiben. Die ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Alles eins. Alles eine Frucht. Ist eins. Ist dieselbe Sache. Ja? Ist die Frucht des Geistes. Also es gibt nicht die Früchte des Geistes, und auch keine Früchtchen, sondern nur die Frucht. Ja? Das ist die Frucht des Geistes. Ja, und Paulus umschreibt die praktisch damit. Ja? Manchmal sind so Kleinigkeiten wichtig auch, dass man einfach ein gutes Bild hat, ja? Von dem, was man glaubt. Ja, er sagt ja auch, aus einer Quelle kann ich ja, genau. Praktisch Süßes und gleichzeitig... Genau, das Jakobus, ne? Genau, ja, ja, ja. Auch deshalb Frucht des Geistes, weil das impliziert das. Also genau. Eine Frucht kann nicht gleichzeitig gut und schlecht sein. Genau. Also genau. Das ist praktisch nur Gutes raus. Ja. Ja. Und die Bibel trennt das eigentlich. Die Bibel sagt, es gibt einen neuen Menschen in Christus, der ist ganz weiß. Und es gibt einen alten Menschen auf der Erde, der ist vor Gottes Augen ganz schwarz. Vor unseren Augen ist er aber ein bisschen grau. Ein bisschen heller grau, ein bisschen dunkler grau. Ja? Mancher dealt nur ein bisschen mit Haschisch, der andere geht schon mehr Richtung Marihuana und Heroin, ja? Und der dritte klaut auch noch Autos und der vierte hat einen Polizist erschossen, um eine Bank zu überfallen. Und da sagen wir, da gibt es da unterschiedliche Grautöne. Einer ist ein bisschen heller grau und der andere ist ein bisschen
dunkler Grau. Ja, das, so erleben wir das. Die Bibel sagt aber, dass der Mensch, egal wie viel Grauanteil drin ist, nur ein bisschen Grau reicht schon. Ein Gebot übertreten und ist ganz schuldig und ist Gott. Warum? Weil Gott perfekt ist. Gott ist perfekt. Um in seiner Nähe zu sein, muss man perfekt sein. Sonst gibt es keine. Er ist heilig. Gott ist heilig. Ja? Manchmal denke ich, man sollte wieder wirklich zu seinen Anfängen kommen. Amen. Manchmal ist im Lauf der Jahre, ja, wo man wirklich so ein Wasser, ja, und alles bekommt. Ja. Weil ich weiß, als ich zum Glauben gekommen bin, war genau das meine Sehnsucht, zu was ganz Reinem zu kommen. Wo ich sage, da kann keiner mehr irgendwie was verdrecken oder verunstalten. Ja. Oder, ja, ne? Also wo ich selber halt, wo ich dachte, nee, ich kann selber so, wie ich bin, gar nicht zu Gott kommen, ja, wo ich bin. Ne? Und das, da war mir das auf einmal so, ja, so eine Freude und so klar auch, dass nur Jesus, der reine Sündlose, uns in diese Position auch bringt, in einen Himmel, der rein ist. Und da habe ich als Unreiner ja gar nicht so, wie ich bin, zu suchen. Es sei denn, er hat mich rein gemacht. Genau. Ich bin für diese Umgebung passend gemacht. Genau. Genau das ist der Punkt, ja. Und das Drama dabei war eigentlich, dass Gott gesagt hat, der alte Achim, an dem ist, das geht halt nicht. Ja? Der muss sterben und er muss neu werden. Wenn er nicht neu wird, kann er nicht zu mir kommen. Und deswegen schickt Gott seinen Sohn, der stirbt und wir dürfen mit ihm sterben. Und der aufersteht und wir dürfen mit ihm auferstehen. Die Engel staunen darüber. Wie kann das, wie geht das, ja? Das ist so, als ob man mit schmutzigen Schuhen in den Himmel geht. Ja, du kannst sie natürlich dann ausziehen und ja, dann ist der Rest aber halt schmutzig. Ja, es gibt keinen Zugang für Menschen, die auch, weil Gott ist heilig, heilig, heilig. Gott ist perfekt. Dass wir in seine Nähe kommen dürfen, heißt allein schon, der neue Mensch ist perfekt. Der neue Mensch braucht keine Besserung. Der neue Mensch entwickelt sich auch nicht. Der ist schon 100%, ja. Der ist nicht 99,99, der ist genau 100%. Der ist komplett, der neue Mensch ist zum Bilde, ist eine neue Kreatur. Und der neue Mensch... Bitte? Ist eine neue Kreatur, das heißt Wachsen. Ja, genau, ja. Ja. Aber es steht nicht, er wird eine neue Kreatur. Ja, aber er wächst. Bitte? Aber er wächst im Glauben. Er wächst, genau. Paulus sagt, der neue Mensch nimmt... Er sagt, er kreuzigt seinen Leib mit den Lüsten und Begierden. Ja? Wie versteht ihr Kreuzigen jetzt? Bitte? Ablegen? Warum sagt der Paulus nicht, ich folge dem Gesetz so gut ich kann? Warum sagt er nicht, ich folge dem Gesetz, und ich war ja vorher auch unsträflich im Gesetz und jetzt habe ich Jesus, jetzt folge ich dem Gesetz noch mehr. Warum sagt er etwas ganz anderes? Eine andere Dimension erwähnt er. Der sagt, ich kreuzige meinen Leib mit den Lüsten und Begierden. Warum? Wer hat das denn gesagt, getan vor dem Paulus? Christus. Also sagt Paulus, ich tue das, was mein Herr getan hat. Versteht ihr? Warum? Weil Paulus nicht mehr unter Gesetz ist. Welches Gesetz hat er denn? Der hat das Gesetz Christi. Das heißt, das, was Christus getan hat, tut er auch. Ja, Christus hat seinen Leib gekreuzigt und er tut das auch. Versteht ihr das? Das ist eine neue Dimension. Das ist nicht gnostisch, aber das ist nicht mehr im Buchstaben gefangen. Ich habe den Vers gelesen, ich kreuzige meinen Leib mit den Lüsten und Begierden. Da habe ich an Kasteiung gedacht. Das war meine Assoziation, als ich das gelesen habe zum ersten Mal. Ja? Es ist ja ein Kreuz mit der Welt. Und ich habe mit dem Kreuz, sagt man immer in Köln, sag mal, ich habe Rücken. Ja? Ja? Das ist meine Assoziation gewesen. Warum? Weil ich das immer so gehört habe. Jetzt habe ich den Bibelvers gelesen und habe nachher erst verstanden, Paulus meint damit etwas anderes. Der sagt nicht, ich kasteie meinen Leib jetzt ganz besonders, sondern der sagt, ich mache das, was Christus getan hat. Warum? Weil ich zu Christus gehöre. Warum? Weil ich das Gesetz Christi für mich erkannt habe. Und das hat halt die Auswirkung, dass ich meinen Leib nicht gehen lasse. Ja, nicht laufen lasse, sondern dass ich den in Zucht nehme und dass ich denen manches nicht gönne, was ich mir normalerweise gönnen würde, um andere Christen damit nicht in Durcheinander zu bringen. Ja, ich zähme den, damit ich selber nicht anderen predige und selber verwerflich werde. Ich kreuzige diesen Leib,
Denn die Welt ist mir gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Warum? Weil er dem Kreuzesmann folgt. Das ist sein Gesetz. Das ist sein Gesetz. Und für die neue Botschaft ist der Paulus ausgelacht worden, verschrien worden, geschlagen worden, gesteinigt worden. Was haben die nicht alles mit dem Kerl angefangen? Auf dem Areopag haben sie gesagt, was bist du denn für ein Lotterbube? Wo kommst du her? Da hat der Paulus gesagt, pass mal auf, hat er nicht gesagt. Ich bin jüdischer Hochadel, hätte der sagen können. Ich hab's nicht nötig, von euch Unbeschnittenen so genannt zu werden. Ich bin jüdischer Hochadel. Als sie mich gefangen haben, da haben sie hunderte von Reitern mitgenommen und Soldaten, damit dem Apostel bloß nichts passiert, weil der war römischer Bürger. Wenn nachts irgendwelche Meuchelmörder, und da hatten sich ja 40 Leute verschworen, den umzubringen, wenn die losrasen nachts da und den Paulus meucheln, dann bricht der dritte jüdische Krieg mit den Römern aus und die Römer killen uns alle. Passt bloß auf den Paulus auf. Versteht ihr das? Das war nicht irgendwer. Das war nicht irgendwer. Und der geht auf den Areopag und sagt, bist du für ein Landstreicher? Wie siehst du aus? Guck mal, ich habe einen 120S-Anzug an. Er sagt, der Paulus, ich habe 120 Kilometer hinter mir zu Fuß. Ja, das hätte ich nicht nötig. Ich bin Hebräer von Hebräer, beschnitten am achten Tag. Ja? Ich war unsträflich im Gesetz. Der Paulus hätte eine glänzende Karriere gemacht. Der wäre hoher Priester geworden. Versteht er, wer hier predigt, wer hier redet zu uns? Das ist nicht irgendein Wanderprediger. Und Jesus schon zweimal nicht. Das ist Gottes Wort. Ja. Das schreibt er nicht einfach nur so dahin, weil er dachte, ich habe sonst ja nichts zu tun, da schreibe ich mal ein bisschen Bibel. Ja? Da ist einer von etwas erfasst worden, dass das Gesetz vorbei ist, dass das Gesetz in Christus neu geworden ist, dass eine neue Priesterordnung da ist, dass wir von Neuem geboren werden, dass der Tempel, dass wir der Tempel sind. Ja? Warum sind wir der Tempel? Naja, weil da, wo Gott wohnt, da ist sein Haus. Da, wo Gott wohnt, ja, da ist sein Tempel. Wenn Gott durch seinen Geist in uns wohnt, bin ich Tempel und ihr auch. Und wir zusammen sind Tempel. Ein Tempel aus Fleisch und Blut? Ja. Warum? Ein lebendiger Tempel durch Gottes Geist. Und kein Gesetz mehr nach dem Buchstaben. Das ist schon alles. Mehr versuche ich gar nicht zu sagen. Versteht ihr? Aber jetzt kommen viele und wollen euch das Gesetz wieder um den Hals hängen. Ihr müsst den Sabbat halten. Ihr müsst die Speisegebote halten. Ihr müsst den Zehnten geben. Ihr müsst dies und ihr müsst jenes und ihr müsst das. Ihr müsst überhaupt nicht. Ihr müsst glauben und nachfolgen. Ja? Jetzt versucht man euch aber das Gesetz wieder um den Hals zu hängen. Versucht euch wieder zu fangen damit. Und das Dramatische ist, Luther hat gesagt, wir machen aus Jesus wieder einen Mose. Versteht ihr das? Ja, ne? Wir machen aus dem herrlichen Evangelium, was vom Himmel herabkommt, wieder ein Gesetzbuch. Ja? Lange Haare, Rock, Elberfelder Bibel, kein Dreitagebart, getauft, also groß, besser Glaubenstaufe, Eltern schon gläubig, ja, und so weiter. Ja? Aus dem Evangelium wird wieder ein Gesetz gemacht. Warum? Weil die Menschen irdisch sind, sie denken irdisch. Aber was wir tun, ist durch Gottes Gnade und Geist hinauf in den Himmel zu schauen mit seinem Wort und zu verstehen, was Gott wirklich von uns will, um den inneren Sinn des Gesetzes zu verstehen. Denn damit werden wir frei und froh und stark in aller Schwachheit und haben einen Heiland, der uns vorausgeht. Wir sind selig geworden. Ja, und wir sind frei von unserem Egoismus. Ja. Ha, erstmal von uns selber. Kommt da natürlich drauf an, gell? Erstmal von uns selber. Und ich glaube, dass das für viele eine schwere Schule ist, durch die Selbsterkenntnis. An sich selber zu schanden werden und mal zu einem Mensch zu werden. Mensch mit einem warmen Herz zu werden, jemand, der mitfühlen kann, der lieben kann, der den anderen mal sieht, der nicht immer nur um sich selber kreist, das ist für viele Christen sehr, sehr schwer, weil wir sehr egozentrisch sind. Und viele scheitern am eigenen Ich oder spiegeln sich im eigenen Ich oder geben an mit dem eigenen Ich. Und nur wenige finden die schmale, enge Pforte, wo sie selber wirklich zerbrechen und sagen, Herr, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich will auch nicht mehr, ich will dich, ja. Ich mag mich auch nicht mehr und danke dir dafür, dass du mich lieb hast. Ja? Und werde ein neuer Mensch, bekomme ein lebendiges Herz, kein Herz aus Stein.
Das, wenn das nicht geschehen ist, wenn diese Herzensbildung nicht geschehen ist, kann Gott mit uns nichts anfangen. Und er wird es nicht tun. Er wird uns nichts, mit uns nichts anfangen. Wenn wir da klug sind und lernen diese Bescheidenheit, dann geht Gott auch mit uns weiter. Aber wenn wir diese enge Pforte nicht durchschritten haben, wird Gott mit uns nichts anfangen. Kommen wir trotzdem in den Himmel. Aber vielleicht, und das ist für viele, wo sind Menschen, die gelernt haben, so eine Herzensklugheit, eine Herzensbildung zu haben? Ja? Ich glaube, das ist eigentlich ein bisschen der Ausgang eigentlich von alledem. Absolut, von allem. Von allem. Das, ja? Wirklich, das ist echt schmal. Ja, ja. Man erkennt ja selber, an ja. Selber, wo man manchmal ja. So gut entbrannt ist, ja. Dass man nicht rumdrehen muss. Ja, das ist man jetzt so an der ja. Und ich sage auch, trotzdem, wir sollen das nüchtern sehen, wir sollen ja deswegen nicht verzagen an uns selber, ja? Sondern wir sagen, dafür ist Jesus auch gestorben. Aber manchmal zu sagen, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht bei dir, tut mir leid. Das ist manchmal schwer. Möchte ich nicht wieder tun. Ja? Ich erzähle euch schon eine kurze Geschichte. Ich war in der Bahn. In Mannheim bin ich losgefahren. Anja wollte mich, da waren wir noch verlobt, ne? Anja wollte mich nach Aachen fahren von Stuttgart, aber es war ein bisschen weit. Abends um 11 haben wir dann aufgegeben. Ja? Die Vernunft hat gesiegt. Und dann bin ich in den Zug gestiegen und dann bin ich in Karlsruhe losgefahren. Und dann ist einer zu mir in den Waggon gestiegen. Bis wir in Köln gewesen sind, hat der Typ, der war ungefähr so alt wie ich, der kam auch gerade aus dem Knast, wir haben uns gut unterhalten, der hat bis Köln hat er dreimal gesagt, ich habe mich geschämt. Dreimal. Erst hat er Stress gehabt mit dem Schaffner, weil er seine Fahrkarte dem Schaffner zeigen wollte, bevor er in den Zug gegangen ist. Ja, der Schaffner sagt, können Sie mir gleich zeigen. Und dann ist er in den Zug, dann kam der Schaffner zu ihm und sagt, jetzt zeige ich es Ihnen mehr. Eben wollten Sie auch nicht sehen. Ja? Und dann irgendwann war der Radl vorbei und der kam dann zu mir und setzte sich zu mir gegenüber und da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und sag ich, was war denn los? Ja, mit dem Schaffner und so. Ein bisschen Stress gehabt. Sag ich, wo kommst du denn her? Sagt er, oh, ich komme gerade aus dem Knast, ich bin vorgestern entlassen worden. Sag ich, was hast du denn gemacht? Habe Zigarettenautomaten aufgebrochen und Autos geklaut. Er sagte, aber ich habe mich geschämt dafür, das war nicht in Ordnung. Und ich, wow, schämen, der hat schämen gesagt. Das habe ich lange nicht gehört unter Christen. Schämen. Ich habe mich geschämt. Ach du lieber Rhein. Sag ich, wieso hast du eine Kappe auf? Hey, er sagte, ich habe halt, ich habe mir eine Glatze schneiden lassen im Knast. Sag ich, echt, wieso? Ja, ich habe eine Wette verloren. Aber dann bin ich halt entlassen worden und das sieht so schlimm aus, wenn du aus dem Knast kommst und hast eine Glatze, dann habe ich mich geschämt und habe mir eine Kappe gekauft. Geschämt, hat er gesagt. So, ich habe das Wort schon wieder gehört. Und bis Köln hat er ein drittes Mal gesagt. Das war mir eine Predigt. Kommt einer aus dem Gefängnis, die Huren und die Zöllner kommen eher ins Himmelreich als die Frommen. Boah. Schämen. Und deswegen denke ich auch, das ist Herzensbildung, ja? Wir sind eine neue Kreatur und wir dürfen wissen, dass wir in Christus sein dürfen, dass das Alte vergangen ist und alles neu geworden ist. Ja? Alles neu. Aber das erleben wir noch nicht. Wir sehen uns noch als alten Menschen. Obwohl manchmal, Silkes Schwester ist zum Glauben gekommen vor 2 Wochen, ja? Da meint man es manchmal ein bisschen durchleuchtend zu sehen. Ja? Die ist so verändert. Was hat die für einen Job gehabt? Die war Türsteherin, glaube ich. Erste Türsteherin, ja. Und die hat euch 2 Schwestern, sie sind 3 Schwestern, sie hat immer als Betschwestern zu euch gesagt, ja. Und die ist vor 2 Wochen zum Glauben gekommen, total verändert, oder? Ja, also 3 Wochen. 3 Wochen, ja. Ja. Schon alter Hase im Glauben. Total verändert, die hat ja. Da meint man es manchmal so ein bisschen durch, ja, wenn es so ganz frisch ist. Und ich kenne sie ja nur so, ja, aber ich habe die Silke gesehen und ihre Schwester, wie die am Tisch sitzen. Und haben die Sandra so angeguckt und haben gesagt, das gibt's gar nicht. Aber schön, ja? Schön. Neue Menschen, es ist alles neu geworden, eine neue Kreatur, ja? Sollen wir noch ein bisschen, wir haben noch 3 Minuten, wir machen ganz, ganz pünktlich Schluss. Jetzt komm mal her. Woraus besteht das Gesetz? Nur mal so kurz bis vor der Pause. Mose und die Propheten. Kommt drauf an. Ja, genau, Mose und die Propheten, ja? Kultisches Gesetz, soziale Ethik, warte mal, das haben wir schon mal. Das wollte ich gerne haben. Bezeichnungen fürs Gesetz, ja? Das Gesetz vom Sinai heißt, das Gesetz des Mose
Oder der Tanach, das findet man jetzt so nicht unbedingt in der Bibel, ja, im Neuen Testament. Ist eher ein jüdischer Begriff. Der Tanach ist das Ganze, wozu wir Altes Testament sagen, das ist der Tanach. Und Tora sind nur die 5 Bücher Mose. Ja? Oder auch die 10 Gebote. Ja? Und das Gesetz vom Sinai besteht aus 613 Mitzvot. Mitzvot sind gute Taten. Ja? 613 Gebote. Die Juden sagen Mitzvot. Wie kommt man auf 613? Ist hingefummelt, sage ich so respektlos. Steht im Talmud, ist nicht in der Bibel. Ich glaube auch nicht, dass es 613 sind. Ja, ist aber nicht so wichtig. Ist talmudisch. Der Talmud ist die Auslegung zur Bibel, zum Alten Testament. Und da hat jemand im Mittelalter gesagt, der Buchstabenwert von Tanach ist 601, glaube ich. Und dann kommen noch mal die 10 Gebote dazu und 2 Gebote am Sinai. Es gibt aber verschiedene Arten und Weisen, wie man da auf diese 613 kommt. Ich zeige die euch auch gleich mal. Also 365 Verbote, für jeden Tag des Jahres ein Verbot. Und 248 Gebote. Warum 248? Weil der Mensch angeblich 248 Knochen hat. Ist Talmud. Ist jüdisches Denken. Ja? Und deswegen hat man dann aufgeteilt in 365 Verbote und 248 Gebote. Aber nur im Talmud. Habe ich euch mitgebracht. Der babylonische Talmud überliefert, Rabbi Simlai führte aus, 613 Gebote wurden Moschee am Berg Sinai mitgeteilt, 365 Verbote entsprechend den Tagen des Jahres und 248 Gebote entsprechend der Zahl der Glieder des menschlichen Körpers. Was hat das mit dem Gesetz zu tun hat, ich weiß es nicht, ja. Rabbi Hamuna fragte, was sagt die Schrift darüber? Eine Tora gab uns Moschee als Erbe, Deuteronomium 33,4. Und Tora hat gemäß der Gematria, das ist die jüdische Zahlenlehre, jedes Wort im Hebräischen und im Griechischen hat auch, jeder Buchstabe hat einen Zahlenwert. Ja? Und das Wort Tora hat gemäß der Gematria den Zahlenwert 611. Nun fehlen ja 2 der 613 Gebote. Jedoch haben wir nur, ich bin der ewige dein Gott und nicht sei dir ein anderer Gott aus dem Munde des Ewigen vernommen. Das heißt also, es ist ja schwer zu übersetzen und zu verstehen. Er sagt also, die Tora habe den Zahlenwert 611 und 2 Gebote, ich bin der ewige dein Gott und nicht sei ein anderer Gott, dass man keine anderen Götter haben soll neben ihm, dass das noch am Sinai zusätzlich noch gegeben worden wäre. So rechnen sie es hin. Es gibt auch andere Rechnungen. Was ich gefunden habe, ist das Torah Value in Gematria Calculator. Ja? Da kann man also seine Torah-Worte dann da auch umrechnen lassen. Und das fand ich lustig, weil da habe ich Torah eingegeben, einmal mit H, gleich noch einmal ohne H. Und da steht Torah in Jewish Gematria equals 239. Stimmt also schon nicht. Gut, vielleicht hatte der Rabbi im Mittelalter auch die Website nicht oder er wusste nicht, dass es sie gibt. Ja? Kann ja sein. Auf jeden Fall habe ich am Anfang gesagt, das ist hingefummelt, ja? Das ist hingefummelt. Das ist, ja, ist aber auch keine Bibel, sondern Talmud, ja? Hat man so hingedreht. Im Englischen gibt es dann wieder einen anderen Zahlenwert und Simple Gematria und die machen da viele Dinge. Dann habe ich Tora nochmal ohne H und ihr seht hier also Jewish Gematria 231 hat mit 611 oder 600, wie viel der da hatte, nichts zu tun. Ja? Ist hingefummelt. Ist auch nicht Gottes Wort, Talmud, ja? Nicht Gottes Wort. Okay. Machen wir Pause? Mhm. Ja? Tanach? Also Tanach ist, komplette Alte Testament ist Tanach. Und Tora sind die 5 Bücher Mose. Ich merke mir das so, die Tora-Rollen, die tragen die immer durch die Synagoge, ja? Das sind halt so 2 dicke Buchrollen. Wenn die den Tanach durch die Synagoge tragen würden, dann bräuchte man so einen Gabelstapler wahrscheinlich. Ja? Die Tora-Rollen können die tragen, das sind halt nur 5 Bücher Mose und Tanach ist das ganze Alte Testament. Gut, wann geht es weiter? Viertel nach? Halb. Also halb geht es weiter. Gut, 2 Minuten nach halb. Danke. Nee. Punkt halb. Okay. Hier gilt das Gesetz. Genau.